Diese süßen Katzenbabys haben für ihr zartes Alter von 7 Wochen schon einiges durchgemacht. Ihre Katzenmama wurde am Ostermontag überfahren. Deshalb muss sich jetzt die Familie selbst um die Katzenkinder kümmern. Aber nicht nur die. Also erst haben wir unsere Hunde die Katzenbabys abschlecken lassen und dann haben wir sie halt immer ganz fest gelobt. Dann hat es Lilly auch gemacht, aber die ist eigentlich gar kein so Katzenfan, aber dann hat sie es auch gemacht. Und dann haben wir sie halt auch ganz fest gelobt und eines Tages ist sie dann reingelegen und dann hat sie am nächsten Tag Milch gegeben. Jetzt ist die Dackeldame Lilly die Ersatzmama. Aber Lilly und die 3 Katzenbabys sind nicht die einzigen Tiere im Haushalt Blaha. Auf 3 Hektar Land halten sie sich auch Ponys, die sie am Abend dann wieder von der Wiese in den Stall holen. Die Esel sind auch dabei. Oh, nee. Wo ist sie? Wenn man dann weiterläuft, gibt es noch Mini-Kängurus und Miniaturhamster. Das sind nur ein paar der Tiere, aber besonders stolz ist Tobias auf seine Lemuren. Ja, also seit ich klein bin, haben meine Eltern auch schon Tiere und ja, also es gefällt mir einfach. Tiere ist eigentlich ja, so mein richtiges Hobby. Also die brauchen CITES, also man hat bei denen Papiere eben, die Käfiggröße muss eben passen. Dann, also was bei denen ja ganz wichtig ist, ist die Ernährung. Also die können zum Beispiel kein Eisen abbauen und da kriegen die dann, also man darf denen fast keinen Salat füttern und zusätzlich eben kriegen die Tamarinde dann, das ist so, ja, so eine asiatische Frucht dann. Tobias kennt sich gut mit den Tieren aus und hat seine Kontakte, um sich über die Pflege und Haltung auszutauschen. Hanna hat ihre Kätzchen und die Dackeldame am liebsten. Das ist jetzt genau eigentlich wie eine Katzenmutter, Lilly für sie. Und ja, und Lilly, als sie eine kleine Mann, hat sie Lilly, wenn sie immer aus dem Körbli gestiegen sind, da hat sie Lilly immer wieder mit ins Körbli zurückgebracht, das sind ja ihre. Und die anderen Hunde hat sie auch nicht mehr hinlassen, das sind jetzt ihre. Aber jetzt, Lilly. Welche von den Kätzchen magst du am liebsten? Ich mag Baloo am liebsten, weil der, wenn ich so mache, dann kommt er gleich zu mir hergelaufen. Und ja, der ist auch so frech. Solange die Kätzchen noch so klein sind, wird die Dackeldame sie weiterhin stillen. Und im Hause Blaha wird es wohl nicht mehr so schnell wieder ruhiger werden.